Moin Leute, willkommen zurück zu Risen. So, jetzt geht's hier ab. Jetzt geht's hier ab. Mal gucken, vielleicht klappt es ja. Ich hab nicht so viel Hoffnung, aber ich habe auch noch ein Ass im Ärmel. Tu das Ding wieder weg! Geht doch! Sag mal, Kumpel. Bist du der Ordensritter? Im Nacken. Das sieht nicht gut aus. Was natürlich wieder lustig ist, wenn er unverwundbar ist, ne? Das bringt doch nicht. Und jetzt ist abgestürzt. Hi Leute, willkommen zurück zu Risen. Ich bin's wieder. Es ist ja gerade abgestürzt. Wenn ihr das nicht gesehen habt, ich habe versucht, den Ordenskrieger anzugreifen. Das Problem bei der Sache war aber, dass er unverwundbar ist. Das ist natürlich schön, ne? Also fürs eigene Wohlbefinden ist es so. Und wenn er mich jetzt nicht gesehen hat, dann ist er entweder auf beiden Augen blind oder einfach nur blöd. Und jetzt haben wir geschlafen bis zum nächsten Morgen. Soll das heißen, er ist jetzt weg? Hallo. Die Luft ist rein. Der Ordenskrieger ist wieder gegangen. Puh, das war knapp. Wenn er dich erwischt hätte, wärst du jetzt schon auf deinem Weg in die Vulkanfestung. Nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Okay. Deine hungrigen Wölfe sind erledigt. Du hast sie getötet, ja? Das ist gut. Dann kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Hier, nimm dies als Dank von mir. Alleine hätte ich das niemals geschafft. Ich hoffe, dass du deinen Weg finden wirst, mein Freund. Das hoffe ich auch. Leb wohl. Und nochmals vielen Dank. Kein Thema. Das Schwein hat hier eine gute Zeit. Moin, Piggy, moin. Da siehst du, das Universum will nicht, dass ich das Schwein angreife. Moin, moin, die Waffe weg. Moin, Piggy. Moin, 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 moin. Kann ich den irgendwie knuddeln oder so? Geht das? Bin ich der Einzige, der das möchte? Ja, bestimmt. Sagt er, das Schwein stinkt. Hier. Wegen deines Hufes. Die hungrigen Wölfe in der nahegelegenen Höhle sind erledigt. Das ist die beste Nachricht seit langem. Das hast du vortrefflich gemacht, Fremder. Nimm dies als Lohn. Ich denke, auf deinem Hof gibt es nichts mehr zu tun für mich. Gut, dann steht es dir nun frei zu gehen, Fremder. Hier hast du ein paar Dinge, die dir auf deinem Weg nützlich sein werden. Möge dich die heilige Flamme schützen. Wenn du immer noch zur Hafenstadt willst, dann geh nun zu Bruder Tellur. Er wird dir den Weg zum Hintereingang der Stadt zeigen. Danke. Das ist ja nice. Gut, dass ich dem Witz erzählt habe, sonst würde er mich wahrscheinlich jetzt nicht mögen. Tristan sagt, du sollst mich zum Hintereingang der Hafenstadt bringen. Kein Problem. Es ist aber ein weiter und gefährlicher Weg, musst du wissen. Bereite dich also darauf vor. Ja, hab. Ich bin bereit. Auf zur Hafenstadt. Gut, folge mir. Aber bleib dicht hinter mir, klar? Ich folge dir auf dem Fuße. Folge mir. Ja, natürlich. Hab ich doch gesagt. Hör mir doch mal zu. Oh mein Gott. Immer diese Ungeduld hier. Jedes Mal. Aber der ist auch viel schneller als ich. Ist das hier wieder so eine Superfliege? Die Insel ist voller Gefahren. Auch dieser See hier unten. Aber wenn du auf dem Steg bleibst, kann dir nichts passieren. Komm, weiter geht's. Ich dachte schon, der sagt jetzt, ja, ja, hier ist der Hintereingang. Aufgepasst, es geht los. Okay. Dieser Krallenfalter ist schon eine harte Nummer. Aber zu zweit kriegt man den ganz gut kaputt. Bin mal gespannt, ob wir auch Experience kriegen, wenn Telo das umhaut. Oh Gott, jetzt wird's interessant sein hier. Okay, mach mal fertig hier. Don't die. 90 Erfahrungspunkte, das ist eine Menge. Und ich bin umso gespannter, ob der Wegpunkte hier in diesem Spiel... Ich kann mich noch dran erinnern, wo wir in Gothic 2 gefühlte 7 Parts mit Diego unterwegs waren in der alten Kolonie. Ja, ich glaube, das waren 7 Parts. Ja. Und er hat es einfach nie geschissen gekriegt. Und irgendwann hat er gesagt, nee, da gehe ich aber nicht lang. Das ist doof, das sind ja Orks. Und dann haben wir die Orks angelockt. So, hier geht's runter zum Haupttor der Hafenstadt. Aber jemand wie du ist besser beraten, wenn er nicht darunter geht. Du würdest nur einem Trupp Ordenskrieger in die Arme laufen. Ja. Naja, und was die mit dir anstellen, brauche ich dir ja sicher nicht mehr erzählen, oder? Ja, ja. In Ordnung, hab's kapiert. Geh weiter. Gut, dann mal los.
Folge Telo weiter. Ja, mach ich. Irgendwann werden wir diesen Ordenskriegern richtig einen auf die Mütze hauen können. Aber vielleicht sind das ja die Guten hier, man weiß es ja nicht. Wenn du diesem Weg hinauf folgst, wirst du zur Vulkanfestung gelangen. Aber was rede ich? Überall auf der Insel sind Schilder aufgestellt, die dir den Weg weisen, wenn du dich verlaufen hast. Verstehe. Soll ich dich noch weiterführen? Ja, bitte. Ja, geh weiter. Gut, na dann komm. Gibt nur wieder mehr Erfahrungspunkte und vielleicht ist er ja ein riesiges Monster, das mir den Weg versperrt. Und es kommt direkt auf uns zu! Wäre lustiger gewesen, wenn ich direkt geschossen hätte, ne? Lass den Mist. Ach, er sagt, lass den Mist. Ja, das ist lustig. Also endlich mal einer der NPCs, die so mitkriegen, was ich hier für einen Schwachsinn wieder veranstalte. Also das war ja sonst nie der Fall. Normalerweise haben die dann immer gesagt, es kommt direkt auf uns zu, Hilfe, warum nur? Und er einfach nur, lass den Mist. Ja, ja, ist gut. Na ja, gute Wolf. Besser du als ich. Wieso hat Tilo denn nicht die Wölfe da in der Höhle weggehauen? Der ist doch so ein starker Kerl. Mit einem Schlag braucht er nur, einen Schlag. Chef, du hast eine neue Aufgabe. So wird's du bist fällig, Mist. What? Das war ein Headshot. Das ist ein kritischer Stoß. Oh Gott. Oder sind das einfach nur Luschen hier? Vielleicht habe ich über Nacht trainiert und ich weiß es nicht. Ich bin Schlaftrainierer. Das heißt, stell dir mal vor, das wäre super geil, oder? Stell dir mal vor, du bist Schlafwandler und wachst jeden Morgen mit Muskelkater auf. Den Rest bis zum Hintereingang der Stadt musst du alleine gehen. Es ist aber nicht mehr weit. Halte dich von hier ab Richtung Süden, durch den schmalen Korridor dort. Immer weiter nach Süden. Und du wirst auf eine hohe Felswand treffen. Dieser folgst du einfach weiter. Sie wird dich direkt zum Stadttor führen. Und was passiert dann? Ich vermute, dass eine Wache der alten Stadtgarde vor dem Tor steht. Naja, aber ich schätze, dir wird schon was einfallen, wie du den Wachposten überredest, dich passieren zu lassen. Überreden? Wie soll das laufen? Sagen wir mal so, wenn du genug Gold dabei hast, wirst du seine ganze Aufmerksamkeit haben. Das war schon immer so bei den Jungs der alten Stadtgarde. Verstehe. So, ich muss jetzt wieder zurück zu meinem Kornfeld. Viel Glück und lass dich nicht unterkriegen. Ein Korn im Feldbett. Saufen. Was ist das denn da für ein Tier? Oh, Häuptling? Ach, das ist wieder so ein Gnom. Aha. Ich möchte erstmal mit dir reden und dann sehen wir weiter. Nee, erstmal diskutieren, bitte. Oh Gott. Ja, ich glaube, die Diskussion verliere ich. Komm mal klar, Junge, womit wirft der da? Der wirft mit seiner Saftflasche. Glaubt ihr wirklich, dass es weh tut, wenn man so einen mit der Saftflasche kriegt? Aber okay, das tut weh, da bin ich mir sicher. Und dann klaut er meine Sachen und meine Niere und alles. Vielleicht braucht er die ja irgendwann mal. Keine Ahnung. Und dann gehört das alles ihm. Ja, alles. Und nicht nur so ein bisschen, es gehört alles ihm. Und das kann er alles auch gerne haben. Komm. Beglücke dich doch damit. Oh Gott. Boah. Vorm Laden war der aber auch noch weiter weg, ne? Okay, was ist das da hinten? Ach, ein Keiler. Nee, das sind... Nee. Oh Gott, nein. Das waren ja die, die so ein bisschen dreist waren. Ja, die machen Stress. Sehr viel Stress. Und mit diesem Stress komme ich gerade auch gar nicht aus. Ach, das ist schon wieder ein Wölfi. Ich finde die Armbrust doch nicht schlecht. Es braucht nur sehr lange, bis er die aufgeladen hat. Jetzt mal eine Frage an euch. Armbrust oder Bogen? Was ist besser? Vielleicht wisst ihr das ja. Und das Schlimme ist, wenn ich immer euch frage hier zu Risen, sagt mir doch bitte bla oder bla. Dann kommen vier Leute und sagen, ja, bla. Und die anderen sagen, nee, das andere bla. Das ist auch viel besser. Und wieso ist der denn so schnell? Das ist schon total unfair, wenn die NPCs nur schneller sind als ich. Oder sieht das nur so aus?
Ja, ich bin unterwegs. Ja, genau du. Du stinkst. Okay. Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Ich habe ihm jetzt nicht so gut zugehört, ne? Weil ich auch so ein bisschen... lecker. Wurst. Ja. Wurst, ne? Wurst. Ja, ich war ein wenig abgelenkt ob unserer Frisur. Das muss man mir nachsehen, finde ich. Also es ist aber auch schon wieder was Hartes. So eine Frisur zu haben, das ist ein Schicksalsschlag. Und da frage ich mich immer, wie macht er das? Hat er da so eine Schere mit oder macht er das mit dem Schwert? Einfach so mit dem Schwert so trimmen. Geht doch, glaube ich, ne? Ja, was macht man denn zum Beispiel nach der Apokalypse für Haare schneiden und so weiter? Ich glaube, ich würde mir die alle einzeln rausziehen. Oder ich lasse sie einfach lang wachsen, ey. Was soll denn der Geiz? Ja. Soll ja jeder wissen, dass Apokalypse herrscht. Ja. Oh, ich habe gerade versucht, eine Konterparade bei einem Wolf zu reißen. Da bringt's natürlich nicht. Ja, schon wieder. Gibt's hier einen Perk schnellere Angriffe? Sodass ich sehe, wenn er angreift, dass ich dann schnell nochmal einen rüberziehen kann. So meine ich. Und dann einfach dazwischen kommen. Ach, komm schon, ey. Nein. Ich hab jetzt Angst. Geht mal weg, ihr kleinen Wölfe. Ah! Oh Gott. Nee, das ist keine gute Idee. Und kaum sehen die, dass ich hier meinen Bogen raushole, fangen die wieder an, nach vorne zu laufen. Oh! Oh nein, ey, das gibt's jetzt nicht. Ah, sag mal! Was war das denn für ein Move von ihm? Häufiges Speichern ist sinnvoll, sagt er mir jetzt auch nochmal. Hast du den Move gesehen? Einfach so. Das, nee. Also Wolf ist jetzt hier erstmal nicht. Wolf lassen wir mal ausfallen. Wolf, auf Wolf freuen wir uns, wenn wir dann mal ein bisschen mehr Stärke und Schwertkunst und also einen Schwachsinn haben. Also wenn wir ein bisschen besser sind, dann machen wir wohl. Hier war rechts wieder Wolf. Keine Ahnung, ich höre schon Stimmen hier. 350 Gold haben wir. Warum ist denn da wieder Wolf? Der war doch gerade da nicht. Oh, Wolf, okay, Wolf ist doch. Headshot. Okay, jetzt haben wir ein bisschen vorgewärmt. Und genau das ist das Ding. Wenn er dann diesen Trick macht, ne? Das ist aber ein blöder Wolf gewesen jetzt. So, speichern sofort. Und sein Kollege kriegt jetzt auch nochmal einen drüber. Vendetta, Vendetta! Wenn ich den denn finde, da hinten ist er. Da ist er. Schön still bleiben. Da rechts ist noch so ein Meerschweinchen. Sag mal, wie soll ich denn hier jemals zur Hafenstadt kommen? Wie soll ich das jemals schaffen? Haben wir das Spiel mal gebeta-testet? Die sind Monster. Haben wir das nicht gemerkt? Oh. Die Scheiße. Ja, wir haben ja Monster liegen lassen. Oh, nee. Na gut. Das machen wir schnell raus aus dem Spiel. Ist in Ordnung. Vielleicht merken die das jetzt. Die gucken sich das Video an, die von Piranha Bytes, sehen, dass hier solche Schweine sind. Und dann, oh Gott, nein. Die haben wir da nicht reingemacht. Was soll das? Die will ich das auch gar nicht. Das war der letzte. Oh Gott. Jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen Respekt vor allem. Oh, meine Güte, ja. Alle drei zu... Oh, das ist auch nur zwei Schweine. Keine Munition mehr. Nee. Dann wechsel doch auch die Waffe, wenn ich dir das sage. Wie viele von den Schweinen sind die denn noch? Sind das junge Wölfe oder sind das alte Wölfe? Keine Munition mehr. Hallo. Hungriger Wolf. Ja, die sind nicht schlimm. Wenn die hungrig sind, dann haben die nicht so viel Power. Oh.
Ja. Ich hasse es so ein bisschen, dass man nicht so hirnlos draufholzen kann einfach. Für jeden idiotischen Kleingegner muss man hier richtig aufpassen. Oh, bist du eigentlich schon zwei Level drüber? Egal, muss trotzdem super kämpfen. Das ist Dark Souls hier, Leute. Deine Ausrüstung und dein Level geben dir nur so einen kleinen tendenziellen Vorteil. Aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, bringt dir das alles nichts. Oh, schon wieder ein Heiltrank nehmen wir. Das ist... Nimm langsam Überhand. Oh. M. Okay, wenn ich jetzt hier runterlaufe... Wieso bin ich ihm eigentlich gefolgt? Ich habe das doch auf der Karte eingezeichnet. Guck mal, da ist hier... Da ist ja der Eingang. Das ist ja fancy. Hey, du. Was machst du hier draußen? Weißt du nicht, dass es verboten ist, sich außerhalb der Stadt rumzutreiben? Deshalb will ich ja rein. Du hast Glück. Die wenigen, die versucht haben, noch reinzukommen, haben es am Haupttor versucht. Die sind jetzt alle in der Vulkanfestung. Die Deppen sind direkt der Inquisition in die Arme gelaufen. Hier am Hintertor laufen die Dinge ein wenig anders. Wenn du ein bisschen Gold rüberschiebst, können wir über alles reden. Das ist auch wieder so eine lustige Situation. Da fragt man sich, wo soll man das dann überhaupt herhaben? Keine Ahnung. Was verlangst du, damit du mich in die Stadt lässt? 100 Goldstücke musst du mir schon geben. Dafür mache ich das Tor auf und stell keine Fragen. Außerdem muss dir klar sein, dass du hier nicht kommen und gehen kannst, wie du willst. Wenn du erst einmal drin bist, kommst du nicht mehr raus. Mhm. Das stimmt, das ist nicht gut. Wie ist die Situation in der Stadt? Seit Don Esteban die Stadt verlassen hat, weht hier ein anderer Wind. Die Inquisition hat jetzt das Sagen. Als erstes wurden die Bauern in die Stadt gebracht und anschließend beide Tore verriegelt. Das ist das neue Gesetz des Inquisitors. Und Kommandant Carlos lässt jeden, der dagegen verstößt, in die Vulkanfestung bringen. Das ist ja sehr freundlich. Was kannst du mir über Kommandant Carlos sagen? Er ist der neue Chef der Stadt. Zusammen mit seinen Ordenskriegern versucht er, Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Was meinst du mit versuchen? Ich meine, die Banditen des Don werden sich ihre Geschäfte nicht wegnehmen lassen, klar? Noch ist es ruhig, aber das kann sich jederzeit ändern. Mhm. Erzähl mir von Don Esteban. Die meisten Leute glauben vielleicht, er wäre vor der Inquisition geflohen, aber das ist nicht wahr. Ist das nicht? Nein. Er hat sein Lager im Sumpf aufgeschlagen und jetzt holt er selbst das Gold aus den Ruinen. Das ist es nämlich, worum es hier geht. Das Gold. Er hat nur ein paar seiner Banditen in der Stadt zurückgelassen, die seine Geschäfte weiterführen sollen. Und wenn die jetzt alle Gold haben, ne? Wie ist denn das dann mit der Kaufkraft? Was passiert in der Vulkanfestung? Es heißt, sie trainieren dich. Aber jeder hier weiß, dass du da oben verzaubert wirst. Wie soll ich das denn verstehen? Ein paar der Burschen, die sie in die Vulkanfestung gebracht haben, sind wieder in der Stadt. Vorher haben sie es mit den Gesetzen nicht so genau genommen. Und jetzt folgen sie blind dem Inquisitor. Mhm. Vielleicht wurden sie einfach nur überzeugt. Mich kannst du vielleicht mit ein paar Goldstücken überzeugen, aber was der Inquisitor mit denen gemacht hat, ist viel schlimmer. Ich sage dir, er hat sie verzaubert. Also, was erwartet mich in der Stadt? Jedem anderen würde ich raten, den Kopf unten zu halten. Aber du siehst nicht so aus, als wenn du Ärger aus dem Weg gehst. Kommt drauf an. Sag ich ja. Also, wenn du vorhast, dich in irgendwelche Geschäfte einzumischen, wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Entweder du arbeitest für den Orden oder du hilfst den Banditen. Eine andere Chance hast du nicht. Mhm. Und für wen arbeitest du? Ich gehöre zur alten Stadtwache. Wir unterstehen jetzt dem Befehl von Kommandant Carlos. Und das gefällt dir wohl nicht? Mit den Ordenskriegern kann man keine Geschäfte machen. Das war früher anders. Der Don war immer offen für ein gutes Geschäft. Du meinst, ihr habt euch bezahlen lassen? Nenn es, wie du willst. Ein Geschäft ist ein Geschäft, genauso wie unser kleiner Handel. Alles klar. Also, ich mag ihn. Irgendwie ist er ganz niedlich, ne? Ich glaube, das ist ein guter Freund von uns.
Wir werden aber im nächsten Part nochmal mit ihm reden und dann schauen wir mal, ob wir hier in die Stadt kommen. Macht es gut, Leute. Tschüss.